Ein freches Äffchen mit Dudelsack, ein Zentaur mit Laute und eine sich verbiegende Tänzerin? Vielleicht hast du solche Bilder schon mal irgendwo gesehen und dich gefragt, was es damit auf sich hat? Dann ist dieses Video für dich. Solche Figuren sind in den Büchern des Mittelalters zu Hause. Vor allem vom 13. bis in das 15. Jahrhundert malten europäische Buchmalerinnen und Buchmaler menschliche, tierische und sogar hybride Musikanten. Warum und wozu? Das ist oft nicht leicht zu sagen. Dieses Bild ist schnell identifiziert. Ein Musiker spielt auf einer Vielle oder Fiedel mit drei Saiten. Die Tänzerin heißt Salome. Sie tanzt für König Herodes, der hier beim Mahl sitzt. Herodes ist zutiefst beeindruckt von Salome und will ihr einen Wunsch erfüllen. Die Erzählung endet tragisch mit der Enthauptung eines gewissen Johannes. Johannes ist ein wichtiger Heiliger der christlichen Kirche. Der Text auf dieser Seite beschreibt, was ein Priester am Gedenktag des Johannes zu tun hat. Dazu liefert das Bild die passende Geschichte aus der Bibel. Ganz anders in diesem Fall. Hier spielt ein Mischwesen aus Mensch und Huftier zwei Instrumente gleichzeitig. Vorne einen Dudelsack und hinten eine Art Trompete. Man könnte denken, dieses Wesen sei eine Illustration zu einer fantastischen Geschichte. Falsch gedacht. Dieses Buch enthält die biblischen Psalmen. Die gemalte Figur aber ist keineswegs biblisch, sondern vor allem eins, unterhaltsam. Wahrscheinlich ist sie einfach dazu da, die Lesenden zu amüsieren. Mittelalterlicher Humor ist etwas eigenartig. Oft haben die Scherze mit dem Körper zu tun, zum Beispiel mit Körperteilen, die Töne von sich geben. Ist dir aufgefallen, wo diese Bilder platziert sind? Sie stehen nicht mitten auf der Seite, sondern am Rand. Man benennt sie sogar nach ihrer Position Marginalien. Als Nebendarsteller genießen diese Bilder eine gewisse Narrenfreiheit. Hier zum Beispiel. Ein nackter Mann beugt sich vor und hält die Hand an sein Hinterteil. Aus dem Text reicht ein Buchstabe herab und berührt ihn am Kopf. An genau dieser Stelle im Text geht es um trommelnde junge Frauen. Was der junge Herr hier tut, ist wohl, auf seinem Hinterteil zu trommeln. Somit nimmt das Bild direkt Bezug auf das Wort Tympanistriarum, Paukenschläger, und interpretiert es eigenwillig. Der Seitenrand gibt gerne Raum für Parodien. Oft tun dort Tiere, was sonst Menschen tun. Diese Buchseite aus England zeigt einen thronenden König mit Schwert in der Hand. Am unteren Rand liefern sich zwei Männer ein Duell mit Schwertern und Schilden. Der obere Rand zeigt ein Mischwesen und einen Affen mit erhobenen Blasinstrumenten. Während die Menschen mit Waffen aufeinander losgehen, schlagen sich die Tierwesen ihre Töne um die Ohren, bis einer weint. Übrigens, wie klingt es denn überhaupt, wenn Tiere auf Musikinstrumenten spielen? Die Orgel war schon im Mittelalter ein wichtiges Instrument für die Kirchenmusik. Zum Orgelspielen braucht es damals zwei Personen, einen Spieler an den Tasten und einen Helfer, den sogenannten Kalkanten. Er bewegte mit Blasebälgen Luft durch die Orgelpfeifen. Das Spielen der Orgel ist eine rein menschliche Tätigkeit, so würde man meinen. Aber hier bedient ein Affe die Blasebälge und an der Orgel sitzt ein Hase. Macht sich das Bild vielleicht ein bisschen über das ernsthafte menschliche Musizieren lustig? Im Mittelalter sagte man über den Hasen, dass er besonders schnell rennen könne. Vielleicht kann er ja auch besonders schnell spielen. Eine Prachtbibel aus Italien zeigt einen Mann mit Dudelsack auf einem Löwen sitzend. Um die Figur zu verstehen, schauen wir uns die gerahmte Szene am unteren Blattrand an. Der grauhaarige Mann in der Mitte ist Abraham. Er kniet vor drei Engeln, die ihm einen Überraschungsbesuch abstatten. Ganz beiläufig verraten die Engel, dass Abrahams Frau Sarah schwanger ist. Kaum zu glauben, denn Abraham und Sarah sind wirklich nicht mehr die Jüngsten. Abrahams Zeugungsfähigkeit ist quasi ein Wunder. Und das betonen die Marginalien überdeutlich. Der Löwenreiter ist nackt und der Dudelsack war eine Metapher für die männlichen Geschlechtsteile. Dem Reiter gegenüber steht ein Krieger mit entblößtem Unterleib. In diesem Randbereich sind zwei Meerjungfrauen mit Trompeten unterwegs. Während die rechte ins Instrument bläst, benutzt die linke Meerjungfrau ihr Instrument als Ruder. Dieses Bild entstand in Frankreich im 14. Jahrhundert. Zu dieser Zeit waren Trompeten noch kurz und gerade. Das Biegen wurde technisch erst im 15. Jahrhundert möglich. In diesem Bild verschwimmen Grenzen. Die Meerjungfrauen sind halb Mensch, halb Fisch.
Sie sind weiblich, doch Trompeten waren zu der Zeit Männersache. Auch das ist typisch für Marginalien. Der Rand ist ein Raum, in dem Schubladen aufgebrochen werden. Menschen, Tiere, Pflanzen und Ornamente vermischen sich und die Geschlechterrollen geraten durcheinander. Hier kommt mein letztes Beispiel. Diese Seite stammt aus einer Chronik des Hundertjährigen Kriegs. Ein großes Bild zeigt eine dramatische Seeschlacht. Am Rand dagegen wird ungerührt musiziert. Ein Affe spielt das Hackbrett. Die Harfenspielerin ist halb Frau, halb Tier. Auch der Lautenspieler hat einen haarigen Unterleib. Was für ein... Naja. Nur die Trommel schweigt, denn ihr tierischer Spieler ist gerade mit der Haarpflege beschäftigt. Da laust mich doch der Affe. Ob diese Randfiguren einen kritischen Kommentar auf die höfische Gesellschaft bilden oder ob sie einfach amüsante Dekoration sind, das lasse ich dahingestellt. So, jetzt bist du im Bilde. Zusammengefasst, manchmal nehmen Marginalien Bezug auf den Text oder auf eine Illustration. Oft aber sind sie schlichtweg Witze oder Parodien am Rande. Marginalien machen, was sie wollen. Und was sie eigentlich sollen, das wissen wir oft nicht. Weitere Infos über die musizierenden Randfiguren und ihre Instrumente findest du auf openmusic.academy. Und wenn du mehr weißt als ich, dann ergänze doch einfach die Infos.